In der Physik wird das Skalarprodukt in mehreren Bereichen eingesetzt, aber auch in der Mathematik findet es viele Anwendungen. Hier einige davon. Wenn man einen beliebigen Kreispunkt mit den zwei Endpunkten eines Durchmessers verbindet, so, dann erhält man immer einen rechten Winkel. Ganz egal, wo dieser Kreispunkt A liegt, wir haben immer einen rechten Winkel. Natürlich muss dieser Punkt A verschieden von B und auch verschieden von C sein. Sonst erhalten wir gar kein Dreieck. Also nochmal, verbindet man einen beliebigen Kreispunkt mit den zwei Endpunkten eines Kreisdurchmessers, so erhält man immer einen rechten Winkel, 90 Grad oder auch Pi halber Radiant. Dieser Kreispunkt muss nur von B und von C verschieden sein. Diesen Satz nennt man in Deutschland den Satz des Thales. Wir werden ihn hier anhand des Skalarproduktes sehr einfach beweisen können, indem wir einfach das Skalarprodukt von AB und AC berechnen. Wenn dieses Skalarprodukt 0 ergibt, dann sind wir sicher, dass die beiden Vektoren orthogonal zueinander sind. Also legen wir los, wir rechnen einfach das Skalarprodukt von AB und AC. Diesen Vektor AB könnte man zerlegen, also AB könnte zerlegt werden in AM plus MB. Also geht es hier um diesen Radius AM. Man könnte AB, Vektor AB zerlegen in Vektor AM plus Vektor MB oder man zerlegt den Vektor AB anhand der Formel von Schal in MB minus MA. Das kommt genau auf selber heraus und deshalb werden wir hier die Formel von Schal einsetzen für AB, aber auch für AC. Wir zerlegen beide Vektoren als Differenz von zwei Vektoren mit demselben Ursprung M, da auch, und M ist hier der Mittelpunkt von der Kreislinie. Da das Skalarprodukt distributiv gegenüber der Vektorenaddition ist, dürfen wir hier die doppelte Distributivität anwenden. Das heißt, wir schreiben MB Skalar MC, steht da, plus MB Skalar minus MA, steht da, plus minus MA Skalar MC, steht da, plus minus MA Skalar minus MA, da steht da. In den zwei mittleren Termen kann man minus MA ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann noch MB plus MC. Im ersten Skalarprodukt berechnen wir die Länge des ersten Vektors, das ist der Kreisradius, mal die Länge des zweiten Vektors, das ist auch der Kreisradius, mal Cosinus des Winkels, den sie bilden. Die zwei Vektoren MB und MC bilden den Winkel 180 Grad. Also mal Cos von 180 Grad. Das letzte Skalarprodukt hier, MA Skalar MA, das ist die Länge von MA, also Kreisradius, mal die Länge von MA, Kreisradius, mal Cosinus des Winkels, den MA mit sich selbst bildet. Das ist 0 Grad. Also, das hier kann umgeschrieben werden so, Länge von MB mal Länge von MC mal Cosinus des Winkels, den sie bilden. Die zwei mittleren Termen, da haben wir minus MA ausgeklammert. Und der letzte Term hier, das ist Länge R mal Cosinus von 0 Grad. MB plus MC, der Vektor MB plus Vektor MC, das ergibt den Nullvektor. Und der Nullvektor skalar multipliziert mit egal welchem anderen Vektor, das ergibt immer die Zahl 0. Also steht hier im Endeffekt R mal minus 1 minus 0 plus R mal 1. So. Und minus R² plus R², das macht 0. Somit haben wir also bewiesen, dass die beiden Vektoren AB und AC orthogonal zueinander sind, was bedeutet, dass da effektiv ein rechter Winkel ist. Eine zweite Anwendung.
Um das Skalarprodukt von U und V zu berechnen, kann man auch den Vektor U orthogonal auf den Vektor V projizieren, so, und dann einfach das Skalarprodukt dieser orthogonalen Projektion mit dem Vektor V berechnen. Anscheinend ist das dasselbe. Anscheinend gilt, U Skalar V ist dasselbe wie die orthogonale Projektion von U auf V, also U Prim, Skalar V. Also kann man auch diesen Vektor skalar multiplizieren mit V und dieses Skalarprodukt ergibt auch U' Skalar V. Dann muss dasselbe auch für diesen Vektor U gelten oder auch für den da. Um das Skalarprodukt von U mit V zu berechnen, genügt es den Vektor U orthogonal auf diesen Vektor V zu projizieren. Und dann rechnet man einfach das Skalarprodukt von dieser orthogonalen Projektion mit V. Anscheinend ist das dasselbe. Dann beweisen wir das. U Skalar V, was ist das? Das ist die Länge von U mal die Länge von V mal Cosinus des Winkels, den U und V bilden. Der Vektor U bildet mit dem Vektor V diesen Winkel, nennen wir ihn Alpha. So ist dieses Skalarprodukt U Skalar V also gleich zu U mal V mal Cos Alpha. Und dieses Cos Alpha setzen wir jetzt mal bei U. So. In diesem rechtwinkligen Dreieck hier gilt, der Cosinus von Alpha, das ist die Ankathete U' geteilt durch die Hypotenuse U. Der Cosinus von Alpha ist also U' geteilt durch U und somit muss U' dasselbe sein wie U mal Cos Alpha. Also U mal Cos Alpha, das ist genau dasselbe wie U'. Jetzt haben wir die Länge von U' mal die Länge von V. Wenn wir dieses Produkt noch multiplizieren mit dem Cosinus, den die Vektoren U' und V bilden, dann haben wir das Skalarprodukt der beiden Vektoren. Die beiden bilden aber den Winkel 0 Grad. Und der Cosinus von 0 Grad, das macht 1. Also könnte man hier noch schreiben mal 1. Und somit haben wir effektiv das Skalarprodukt von U' und V. Diese Eigenschaft wird jetzt hier zum Einsatz kommen, um den Kathetensatz nochmal zu beweisen. Aber diesmal sehr einfach. Wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Durch diesen Satz wissen wir, dass da ein rechter Winkel ist. Und jetzt konstruieren wir die Höhe von diesem Dreieck, die den Punkt A enthält. So. Diese Höhe schneidet durch diesen Punkt groß H die Hypotenuse in zwei Teile. Die Länge vom ersten Teil, das ist die Zahl klein r, und die Länge vom zweiten Teil nennen wir klein s. Der Kathetensatz besagt, dass das Quadrat dieser Kathete genau dasselbe ist wie klein r mal die Länge der Hypotenuse klein a. Dasselbe gilt natürlich für die zweite Kathete. Das Quadrat von dieser Seite b ist genau dasselbe wie s mal a. Also haben wir hier diese zwei Formeln, das ist eigentlich eine und dieselbe. Wir werden jetzt anhand des Skalarproduktes die zweite hier beweisen. Die Seite C, das ist dasselbe wie der Abstand zwischen B und A. Also ist C im Quadrat genau dasselbe wie die Länge BA mal die Länge BA. Und das Produkt von der Länge BA mit Länge BA, das ist dasselbe wie das Skalarprodukt von BA mit sich selbst. Dieses Skalarprodukt, BA, Skalar BA, ist genau dasselbe wie BA, Skalar BC. Ich schreibe es mal hin. Wieso ist das dasselbe? Weil BA, Skalar BC, schauen wir, BA, Skalar BC, das ist durch diese Eigenschaft hier, genau dasselbe wie BA, Skalar, die orthogonale Projektion des Vektors BC
auf den Vektor BA. Aber wenn wir den Vektor BC orthogonal auf den Vektor BA projizieren, dann erhalten wir als Projektion diesen Vektor BA, weil ja da ein rechter Winkel ist. Deshalb ist BA Skalar BC genau dasselbe wie BA Skalar BA. Also jetzt rückgängig, BA Skalar BA muss dasselbe sein wie BA Skalar BC. Jetzt schauen wir, was wir hier haben. Wir haben hier BA Skalar BC. Um dieses Skalarprodukt zu rechnen, können wir den Vektor BA orthogonal auf den Vektor BC projizieren. Und die orthogonale Projektion von BA auf BC, das ist dieser Vektor BH. Also dieses Skalarprodukt ist durch dieselbe Eigenschaft dasselbe wie BH Skalar BC. Der Vektor BH Skalar Vektor BC, das ist die Länge vom ersten Vektor BH, also klein r, mal die Länge des zweiten Vektors BC, also klein a, mal Cosinus des Winkels, den diese beiden Vektoren bilden. Der Winkel ist aber 0 Grad, dessen Cosinus 1 ist. Also erhalten wir hier im Endeffekt r mal a und die Eigenschaft ist somit bewiesen. Auch den Höhensatz kann man schön mit dem Skalarprodukt beweisen. Wir haben hier wieder diese Situation. Punkt, Kreispunkt wird verbunden mit den zwei Endpunkten eines Durchmessers und somit erhalten wir da immer einen rechten Winkel. Das heißt, dieses Dreieck ist rechtwinklig im Punkt A. Wir konstruieren jetzt wieder die Höhe, die den Punkt A enthält, so. Und diese Höhe zerlegt diese Hypotenuse in zwei Teilstrecken, deren Längen klein r und klein s sind. Der Höhensatz besagt, dass das Quadrat dieser Höhe nichts anderes ist als das Produkt von r und s. Durch die erste Eigenschaft hier wissen wir, dass AB Skalar AC 0 ergibt. Die beiden Vektoren könnte man jetzt wieder zerlegen anhand der Formel von Schal mit Ursprung h oder man sagt Vektor AB, das ist der Vektor AH plus Vektor HB. Das kommt eigentlich auf selber raus, da haben wir Schal angewendet, dann machen wir es hier mal anders mit aufeinanderfolgenden Vektoren, also der Vektor AB. Das ist Vektor AH plus Vektor HB in dieser Schreibweise schön zu erkennen. Die beiden Vektoren sind aufeinanderfolgend und die Antwort ist da abzulesen. Stimmt. Für AC machen wir das genauso. Der Vektor AC ist dasselbe wie Vektor AH plus Vektor HC. Die Distributivität des Skalarproduktes gegenüber der Vektorenaddition führt diese Rechnung also sofort zu dieser da. Hier steht AH Skalar AH. AH Skalar AH, das ist die Länge klein h mal die Länge klein h mal Cosinus von 0 Grad. Jetzt das zweite Skalarprodukt, dieses da. AH Skalar HC. Zeichnet man diese beiden Vektoren mit demselben Ursprung, dann bilden sie 90 Grad. Also ist dieses Skalarprodukt 0. Das da, HB Skalar AH, dieses Skalarprodukt ist auch 0, aus demselben Grund. Dann bleibt hier noch HB Skalar HC, HB Skalar HC, das ist die Länge vom ersten Vektor, also klein r, mal die Länge des zweiten Vektors, also klein s, mal Cosinus des Winkels, den diese beiden Vektoren bilden, wenn sie denselben Ursprung haben. Haben sie. Sie bilden den Winkel 180 Grad. Also ergibt das Ganze h² plus 0 plus 0 plus r mal s mal Cos des Winkels, den sie bilden, und das ist 180 Grad. Somit haben wir also h² minus r mal s gleich 0, woraus wir schließen dürfen, dass h² r mal s ist, was zu beweisen war.
Wir sehen hier vier schöne Eigenschaften, die bewiesen wurden anhand des Skalarproduktes. Es lohnt sich, diese Eigenschaften zu behalten. Weitere Eigenschaften, Anwendungen des Skalarprodukts. Wir erinnern uns selbstverständlich an die Kosinusregel, die besagt, in einem beliebigen Dreieck ist das Quadrat einer Seite immer gleich zur Summe der Quadrate der zwei anderen Seiten minus das Doppelprodukt dieser zwei anderen Seiten multipliziert mit dem Kosinus des Winkels, den diese zwei anderen Seiten bilden. Also so: a² gleich b² plus c² minus 2bc cos alpha. Auch diesen Satz kann man sehr einfach durch das Skalarprodukt beweisen. Legen wir los. Diese Seite a², das ist ja dasselbe wie die Länge von b bis c im Quadrat. Aber die Länge von b bis c im Quadrat, das ist genau dasselbe wie das Skalarprodukt vom Vektor bc mit sich selbst. Und hier können wir wieder bc und bc anhand der Formel von Schal zerlegen in ac minus ab und auch hier ac minus ab. Wer es nicht mag, der kann auch schreiben, der Vektor bc, also dieser Vektor da, das ist der Vektor ba plus der Vektor ac. Und für den zweiten macht man dann genau dasselbe. Das ist eine Geschmackssache, ich mache es ganz gerne mit der Formel von Schal, ist gemacht. Und die doppelte Distributivität vom Skalarprodukt darf man hier anwenden, ist gemacht. Wir rechnen ac Skalar ac, steht da, dann ac Skalar minus ab und dann kommt minus ab Skalar ac. Das ist minus zweimal dieses Skalarprodukt. Und dann noch das letzte, minus ab Skalar minus ab, das macht plus ab Skalar ab. Jetzt schauen wir, was da übrig bleibt. ac Skalar ac, das ist die Länge von ac, also klein b, mal die Länge von ac, also klein b, mal Cosinus des Winkels 0, den ac mit sich selbst bildet. Also dieses Skalarprodukt, das ist klein b im Quadrat. Dieses Skalarprodukt, das ist die Länge des Vektors ab, also klein c, mal die Länge des Vektors ab, also klein c, mal Cosinus des Winkels 0, den ab mit sich selbst bildet. Jetzt noch dieses Skalarprodukt, ab Skalar ac, ab Skalar ac, die beiden Vektoren haben denselben Ursprung a, also ist dieses Skalarprodukt durch die Definition gleich zu Länge von ab, also klein c, mal Länge von ac, also klein b, mal Cosinus des Winkels, den sie bilden, und das ist der Winkel Alpha. Also finden wir so sofort die Kosinusregel. Das ist ein schöner, kurzer Beweis von der Kosinusregel. Eine weitere seltsame Eigenschaft vom Skalarprodukt ist die Gleichheit von Euler. Wir haben vier beliebige Punkte in der Ebene Pi und schreiben hier drei Skalarprodukte, die addiert werden. Die Summe dieser Skalarprodukte macht 0. Jetzt haben wir hier drei Plätze frei. Da gehört ein Buchstabe hin, da ein zweiter, da ein dritter. Hier auch und da auch. Wir setzen als Buchstaben A, B und C dahin. Im ersten Skalarprodukt ist es A, B, C, im zweiten B, C, A und im dritten C, A, B. Anscheinend ist die Summe von diesen drei Skalarprodukten gleich 0. Wie kann man jetzt diese Reihenfolge der Punkte schön behalten? Durch eine Drehpermutation. Wir haben hier drei Stellen. Wenn man mit A beginnt, mit A, dann dreht man im Uhrzeigersinn, danach kommt B und dann C. Also beginnen wir mit A, danach kommt B und dann C. Haut hin. Im zweiten Skalarprodukt beginnen wir mit B. Wir beginnen mit B und drehen im Uhrzeigersinn, dann kommt C und dann kommt A. Also B, C, A. B, C, A. Und beginnen wir mit C,
Dann beginnen wir bei C, drehen wieder den Uhrzeigersinn, C, A, B. C, A, B. So kann man sich diese Formel von Euler sehr gut merken. Man nennt sie so zu Ehren des berühmten Schweizer Mathematikers Leonhard Euler. Wir werden diese Formel schnell beweisen können, denn in dieser Summe der drei Skalarprodukte sind drei Vektoren mit demselben Ursprung d. Dann sehen wir zu, dass alle anderen Vektoren auch mit Ursprung d beginnen. Das kann man sehr schön mit der Formel von Schall machen. Denn bc, das ist dc minus db. ca, das ist da minus dc. Und der Vektor ab, das ist db minus da. Jetzt verteilen wir hier Distributivität vom Skalarprodukt gegenüber der Vektorenaddition. Tun wir das? Ist gemacht. Jetzt schauen wir uns diese einzelnen Skalarprodukte an. Hier steht dA Skalar dc. Genau dasselbe Skalarprodukt steht aber auch dahinter. Ich unterstreiche die beiden mal. Dieses Skalarprodukt, das ist genau dasselbe wie das da, nur hier ist es mit einem Minus versehen. Diese Zahl minus sie selbst ergibt also 0. Die sind weg. Dann schauen wir uns die weiteren an. Hier steht minus dA Skalar dB. Genau dasselbe Skalarprodukt steht da. Auch die unterstreiche ich mal. Es ist diese Zahl minus dieselbe Zahl. Die sind auch weg. Und für die zwei nächsten Skalarprodukte gilt genau dasselbe. Es ist dieses Skalarprodukt minus dasselbe Skalarprodukt. Also haben wir hier 0 plus 0 plus 0, das heißt 0. Die Gleichheit von Euler ist bewiesen. Diese Formel von Euler findet mehrere Anwendungen, wie zum Beispiel auch in dem Beweis von dem folgenden Lehrsatz. Die Höhen eines Dreiecks schneiden sich in einem selben Punkt. Man nennt diesen Punkt das Orthozentrum des Dreiecks. Angegeben wird hier ein Dreieck ABC. Wir konstruieren die Höhe, die den Punkt A enthält, also hier im rechten Winkel. Wir konstruieren auch die Höhe, die den Punkt B enthält, also ist auch da ein rechter Winkel. Und ihren Schnittpunkt nennen wir O. Wir müssen jetzt hier nur noch beweisen, dass dieser Punkt O auch Punkt von der dritten Höhe ist. Das heißt, wir müssen hier eigentlich nur beweisen, dass CO orthogonal zu AB ist. Dann muss die verlängerte Strecke CO die dritte Höhe sein. Und somit werden wir bewiesen haben, dass die drei Höhen sich effektiv in einem selben Punkt schneiden. Um diese Eigenschaft zu beweisen, starten wir ganz einfach mit der Gleichheit von Euler, aber nicht mit dem Punkt D als Ursprung da, da und da, sondern mit dem Punkt O. Mit OABC sieht die Gleichheit von Euler also so aus. Das erste Skalarprodukt, das ist AO Skalar BC. Aber hier ist ein rechter Winkel, was also bedeutet, dass diese beiden Vektoren orthogonal zueinander sind, wenn man sie mit demselben Ursprung zeichnet. Und somit muss dieses Skalarprodukt gleich 0 sein, also ist das schon mal weg. Das zweite Skalarprodukt, das ist OB Skalar CA. Zeichnet man diese zwei Vektoren mit demselben Ursprung, dann bilden die einen Winkel von 90 Grad, weil das hier ja auch eine Höhe des Dreiecks ist, das heißt, da steckt ein rechter Winkel. Dieses Skalarprodukt ist also auch 0. Ja, dann muss das dritte auch 0 sein und somit wissen wir, dass OC orthogonal zu AB ist. Also ist diese verlängerte Strecke CO bis zur Basis AB ebenfalls eine Höhe des Dreiecks. Und somit wissen wir, dass die drei Höhen sich im selben Punkt schneiden. Auch hier haben wir drei schöne Eigenschaften. Es lohnt sich, diese zu behalten, damit sie später zum Einsatz kommen können.